Hi, ich bin der Frank. Schön, dich hier zu sehen. In dieser Videoreihe stelle ich die neuen Fractal Audio Factory Presets vor. Heute zeige ich dir Presets 61 bis 65. Und am Ende spiele ich wie immer einen Song für dich. Viel Spaß dabei! Preset 61 ist der Fox ODS, das ist der Overdrive Supreme von Fuchs Amplification. Der Amp basiert auf einem Double Overdrive Special. Der zweikanalige Amp kann von kristallklar bis zu einer harmonisch komplexen Verzerrung alles. Der Ton erinnert stark an Larry Carlton oder Robin Ford. Fuchs-Artists sind zum Beispiel Aldi Meola, Warren Haynes, Jimmy Herring oder auch Kenny Wayne Shepherd. Ich benutze hier Szene 4 und Szene 8. Preset 62 ist der Nuclear Tone. Das ist ein Model des Swart Atomic Space Tone. Dieser kleine einkanalige Boutique-Amp basiert auf dem Gibson Scout. Der Sound ist eine Mischung aus Fender und Vox. Ich spiele jetzt Szene 1 mit Tremolo und Reverb. Preset 63 sind die 6160s, das ist der PV 6505 und 6505 Plus. Dieses Model basiert auf dem originalen Blockletter Eddie Van Halen 5150. 5150 ist übrigens in Kalifornien der Polizeicode für eine verrückte Person. Wir haben hier einen Clean Crunch und einen Lead-Kanal. Bekannte User des Amps sind Michael Patch von Bullet for My Valentine, Rob Flynn von Machine Head oder auch Andy Sneap von Judas Priest. Ich spiele hier Szene 4 und Szene 5. Musik
Das Preset 64 ist der Archean. Das ist der Archon von Paul Reed Smith. Der zweikanalige Amp hat einen wunderschönen Clean Sound und einen super aggressiven Lead-Kanal. Natürlich kann man den auch sehr warm und fett einstellen. Bekannte User sind Mark Tremonti, Jeff Loomis oder Jason Richardson. Ich spiele jetzt Szene 5 für Clean und Szene 4 für Lead. Das Preset 65 ist der Spawn Q-Rod OD2. Er basiert auf dem Quick-Rod von Splawn. Der Amp ist ein modifizierter Marshall und hat drei verschiedene Modes. Den Plexi-Mode, den JCM-800-Mode und den Hot-Rodded JCM-800-Mode. Im Vergleich zu den OD1-Modellen haben die OD2-Models viel mehr Gain. Bekannte User sind zum Beispiel Michael Sweet, John Levin oder Rick Graham, der das Model in seinem XFX benutzt. Ich spiele jetzt Szene 4. Zum Schluss spiele ich noch einen Song mit dem Preset 64, Archean. Ich benutze hier Szene 4. Viel Spaß dabei! Thank you.
Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, schenk mir ein Like. Und um keine Videos zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn du Fragen oder Wünsche hast, schreib mir das einfach in den Kommentaren. Du kannst auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Get Your Kicks at G66.